und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing, einem neuen Adventskalender-Unboxing und zwar einem besonderen Adventskalender-Unboxing. Ja, das ist ein Adventskalender, den habe ich dieses Jahr erst entdeckt, den kannte ich vorher auch noch nicht und auch die Box kannte ich noch nicht, denn es handelt sich um den Treatbox-Adventskalender. Treatbox, das ist eine Großbritannien, also eine engländische, also eine Box aus Großbritannien, die so Lifestyle-Produkte jeden Monat drin hat und da habe ich mir gedacht, ach, den Adventskalender, also die Boxen haben schon mega gut ausgesehen, den muss ich mir unbedingt holen und mit euch unboxen, weil es tatsächlich mal ein besonderer Adventskalender ist. Man muss sagen, er ist nicht so billig, das gebe ich ehrlich zu und man muss auch Zoll bezahlen, also ich habe jetzt 19,70 Euro Zoll bezahlt, ist natürlich nicht so billig, deswegen teste ich ihn jetzt auch für euch und sage euch, ob es mir wert wäre oder nicht. Und es ist auf jeden Fall ein Adventskalender, den wir so noch nicht haben, denn es sind nur Lifestyle-Produkte, also ich glaube nicht, dass da Beauty drin ist, ich bin mir zwar jetzt nicht zu 100% sicher, ich glaube auch nicht. Und wir haben schon einige Beauty-Adventskalender, wie ihr hinten seht, und auch Essenskalender und der einzige, der wo so in die Richtung geht, ist der von My Little Box, der hat eben auch Lifestyle-Produkte drin, aber es ist ein Lifestyle-Beauty-Adventskalender und deswegen halt nur ein Lifestyle-Adventskalender und deswegen habe ich mir gesagt, den muss ich auf jeden Fall auch testen. Das ist mal ein anderes Genre. Genau, und den werden wir natürlich jetzt miteinander unboxen. Und falls euch einer der Adventskalender hier hinten interessiert, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle Adventskalender-Unboxings verlinkt in der Playlist Adventskalender 2023, weil ihr seht, es sind einige, falls euch da was interessiert. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr für einen kaufen sollt, guckt euch durch. Ja, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Adventskalender, auf jeden Fall mega schön verpackt. Ich hätte mir größer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben, er kam in einer sehr kleinen Box. Aber das muss ja nichts heißen, haben wir ja schon festgestellt. Auf jeden Fall, ich muss euch das jetzt auf Englisch vorlesen, ist halt nun mal ein Kalender aus Großbritannien, deswegen. The most wonderful time of the year has arrived. And we are so excited to be a part of your festive celebrations. Thank you for your choosing us to help you countdown to Christmas. We hope you love it. We have worked so hard all year to wrap each day and select every gift to make your December amazing. A few little notes. Make sure not to keep your advent calendar in direct sunlight or near a radiator. Okay. Also man soll es nicht direkt in die Sonne legen, das Paket, und auch nicht auf die Heizung. Gut zu wissen. Also ich denke mal, dass vielleicht was mit Schokolade oder so drin ist. There's some things that might melt. Oder vielleicht Kerzen. Kerzen würden da auch schmelzen. And most of all, have a Merry Christmas. Love, Zoe and Team Treatbox. Oh, ich bin so gespannt, ich sag's euch. Der hat mich so interessiert. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich muss aber erst die 1 suchen tatsächlich, weil ich nicht weiß, wo die 1 ist. 24 ist das auf jeden Fall. Ein großes Paket. Es sieht echt schön gestaltet aus, muss ich schon sagen. So, Nummer 1. Wo bist du? Schöne kleine Geschenke auf jeden Fall. Es duftet auch hier raus. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es duftet, schwer. Schön dann an Weihnachten, wenn man da so schön raussuchen kann. Vielleicht, jetzt habe ich es leider ein bisschen eingerissen. Okay, ich hätte es halt besser ausräumen sollen. Meine eigene Schuld. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Ich versuche das vorsichtig aufzureißen, denn ihr kennt es, die Adventskalender, ich schließe sie wieder und öffne sie tatsächlich an Weihnachten. Deswegen versuche ich sie vorsichtig aufzumachen und dann auch wieder zu schließen. Ist auf jeden Fall ein Tütchen. Ich finde die Tütchen auch so super schön und die kann man dann auch weiter verwenden, wenn man sie jetzt nicht gerade zerreißt, so wie ich. Und hier hatten wir 2 Produkte drin. Und zwar, was ist denn das? We hope you enjoy this advent coloring. Color a section each day on your countdown to Christmas. Wie schön ist denn das? Von 1 bis 6 haben wir einmal the best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Und dann auch noch einmal so, ja, falala. Karte von 7 bis 12. Einmal it's beginning to look a lot like Christmas. Ich finde das toll, weil ich zeichne wahnsinnig gerne und ich komme eh so selten dazu und das werde ich auf jeden Fall machen. Und einmal von 19 bis 24 it's the most wonderful time of the year. So, jetzt kommt mein Hund rein. Ich war bloß schnell, bis er sich hingelegt hat, weil sonst hört ihn die ganze Zeit rumstapfen. Und tatsächlich haben wir von Treatbox auch noch Stifte mit dabei. Und auch eine schöne Größe an Stifte, jetzt keine Riesenstifte, sondern tatsächlich was, was man auch mitnehmen kann. Das ist mega. Also ich finde es toll. Ich finde es eine schöne Idee. Man muss malen natürlich mögen, aber ich glaube, dass das für Kinder auch toll ist, dass man so sagt, du darfst das ausmalen, aber nur bis dahin. Ich finde das toll. Haben wir einen Adventskalender in einem Adventskalender. Ist auf jeden Fall eine schöne 1. Und passt natürlich, dass das in der 1 ist, weil das macht natürlich dann auch später keinen Sinn. Ich muss sagen, das ist eine tolle 1. Das gefällt mir. Und das ist halt anscheinend die Treatbox richtig schön mit Liebe gestaltet. So, jetzt müssen wir die 2 finden. Hier ist die 2. Auch wieder ein Tütchen. Ein Tütchen, das ich nicht aufbekomme. So, und zwar haben wir hier drin noch ein Tütchen. Ein Tütchen in einem Tütchen. Interessant.
Und zwar haben wir hier, sorry Mausi, jetzt habe ich meinen Hund beworfen, eine DIY Christmas Decoration Kit. Das werde ich aber jetzt zulassen. Da kann man so einen kleinen Anhänger mit Santas Brief basteln. Das ist auch eine tolle Idee. Also so ein bisschen Bastelkalender auch hier. Mega. Hätte man jetzt ein bisschen besser aufteilen können. Das wäre jetzt die Bastelsachen, weil das andere zähle ich jetzt auch so ein bisschen unter Basteln, dass es ein bisschen aufgeteilt ist. Aber da werde ich auf jeden Fall dann einen schönen Anhänger basteln. Beziehungsweise vielleicht werde ich den auch mit einem der Kinder basteln. Die werden sich bestimmt freuen. Aber auch eine schöne Idee auf jeden Fall. Dann die 3. 3, das ist das Schwere. Oh, und es ist hier schon irgendwie ein bisschen... Ach, das ist auch eine Tüte. Hä? Aber irgendwie ein bisschen zusammengefaltet. Interessant. Wie bekomme ich das jetzt am besten auf? Und hier haben wir drin... Ah, also doch Beauty. Okay. Habe ich irgendwie noch... Entschuldigung. Nein, wusste ich tatsächlich nicht. Und zwar Revolution X Jake Family. Jake Family? Jake Family, ja. Unten steht es nochmal auf Druckbuchstaben. Und zwar ist das einmal Fragrance Free Feed Your Face Watermelon Mask. Einmal eine Wassermelonenmaske. Ja, das ist jetzt was, wo ich sage, passt das in den Winter mit Wassermelone? Wahrscheinlich eher nicht. Aber an sich finde ich es ein interessantes Produkt. Da wäre halt was Weihnachtlicheres schöner gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber es ist jetzt kein schlechtes Produkt. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und anscheinend haben wir doch Beauty drin. Interessant auf jeden Fall. So, dann die 4. Die liegt gleich hier. Hat sich gereimt. Ist auf jeden Fall was Weiches. Vielleicht haben wir Socken hier drin. Weil in den Boxen gibt es auch öfter Socken. Und ihr wisst es, ich liebe Socken. Und ja, auch im Adventskalender liebe ich Socken. Und zwar haben wir hier... Ah. Oh, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Treatbox. Tatsächlich Treatbox Adventskalender mit Schneelaufenden. Auf jeden Fall im Schnee gehenden Menschen. Muss man halt mögen. Muss man halt mögen. Mag vielleicht nicht jeder, aber ich finde es toll. Ich kann nicht genug Socken haben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Liebe Socken. Eine schöne 4. Auf jeden Fall meine 4, würde ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir die 5. Die 5, die haben wir noch nicht gefunden. 5. Auch wieder ein Tütchen. Sehr viele Tütchen auf jeden Fall jetzt zu Beginn. Und zwar Lipstick oder so. Tatsächlich. Ha, hatte recht. Und zwar haben wir hier drin von Bubble Tea einmal einen Lipstick, Coconut Lip Ball. Mit Shea Butter und Jojoba Öl. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und Bubble Tea kenne ich auf jeden Fall. Die hatten wir ganz oft in der Look Fantastic Box drin. Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall. Wieder etwas Beauty-mäßiges. Also tatsächlich nicht nur ein Lifestyle Adventskalender, sondern eher so wie die My Little Box, würde ich sagen. Wie die My Little Box ist. So, dann haben wir Nikolaus. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in England gibt es keinen Nikolaus, oder? Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, eins dieser viereckigen hier. Hier haben wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das irgendwo dazugehört. Ich lege es mal zur Seite. Es ist sehr leicht. Oh, sind die flauschig. Oh, sind die flauschig. Und sie hauen ein bisschen. Oh, die sind ja süß. So flauschige Teddyfell-Scrunchies. So ein bisschen wie der, den ich schon hier dran habe, mit ein paar Haare dran. Aber viel, viel flauschiger. Oh, die sind ja toll. Die gefallen mir auch. Und solche habe ich auf jeden Fall noch nicht. Die Art, seht ihr es ja, die habe ich, aber so flauschig habe ich noch keine. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir die 7, die hatten wir auch schon. 7, wo bist du? Wieder ein Tütchen. Das könnte jetzt ein Badesalz oder so sein. Nein, kein Badesalz, sondern wir haben The Coffee Scrub and Co. Cinnamon Coffee Body Scrub mit Zimt. Zimtkaffee. Oh, wie toll. Das finde ich toll. Ich liebe Coffee Scrub. Die meisten mögen den Duft davon nicht so. Aber dann mit Zimt noch dazu. Bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall mein Kalender und ich bin gerade froh, dass ich ihn gekauft habe. Aber mal gucken, ob es der Wert am Schluss wert ist. Dann haben wir die 8. Ist was Kleines wieder. Und zwar... Ja... Das ist jetzt eher sowas für Kinder. Aber ehrlich gesagt, das finde ich von den Bändchen, Kinderbändchen, die wir bis jetzt hatten, und da hatten wir ja schon einige, am schönsten tatsächlich. Und das gefällt mir auch, obwohl ein Stern dran ist, weil da Glitzer dran ist. Ich liebe Glitzer. Mit Glitzer kann man bei mir alles gut machen. Merry Christmas, a sparkly treasure to spread some festive cheer. Have a wonderful Christmas and Happy New Year. Von Letterbox Love Co. UK. Kenne ich tatsächlich nicht. Irgendwie finde ich es putzig. Aber es ist natürlich eher für die meisten Erwachsenen jetzt nicht so wirklich das Produkt, muss man jetzt ehrlich zugeben. Also das Erste, wo ich jetzt sage, okay, es ist schön, ich werde es wahrscheinlich tragen, aber es ist jetzt nicht mein Favorit. Dann haben wir die 9. Hier unten. Jetzt ist was runtergefallen. 20. Also 20 müssen wir dann aufheben. Ist wieder was sehr Dünnes. Könnte eine Maske sein. Es lässt sich auf jeden Fall ein bisschen drücken. Tatsächlich haben wir eine Maske. Und zwar eine Bakuchiol Handmaske mit Squalan. Gently smooth the appearance of fine lines. Happiness every day von OK. Eine Maske. Ist, glaube ich, eine koreanische Marke, wenn ich mich nicht alles täusche. Bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. Eine Handmaske. Finde ich auch schön. Es ist sogar touchscreen-friendly. Haben sie auch dran gedacht. Man kann den Touchscreen damit benutzen.
Ich wusste gar nicht, dass die auch Handmasken haben. Also okay, an sich kenne ich, die hatten wir auch schon in der Box drin des Öfteren, aber eine Handmaske hatte ich noch nicht davon. Deswegen auf jeden Fall wenigstens was Neues. Geht mir jetzt langsam der Platz aus. Haben wir die 10. Ist jetzt was Größeres, aber keine Ahnung was. Und zwar ist das süß. Und es ist was, was man auf jeden Fall brauchen kann. Seth and Belle. Von Seth and Belle ist das. Foldable Shopping Bag. Einmal eine kleine Tasche. Wie süß ist denn das bitte? Kann man auf jeden Fall brauchen. Und sieht auf jeden Fall auch süß aus. Könnte man an die Tasche auch dranhängen. Ist eine coole Idee auf jeden Fall. Jetzt muss ich es am Boden hinlegen, weil sonst habe ich keinen Platz mehr. Das war jetzt die 10, oder? Jetzt brauchen wir die 11. Hier ist die 11. Oh, auch etwas Größeres. Keine Ahnung, was das ist. Ist auf jeden Fall schwerer. Beauty Kit. Was ist denn das? Ein Body Bar. Lactic Acid, Ground Olive Stone and Grapefruit. Beautykin. Einmal. Ein festes. Riecht das gut. Riecht zwar nicht viel. Ein bisschen habe ich noch Schnupfen, aber man riecht es auf jeden Fall schon. Einmal eine feste Seife. Und Beautykin sagt man halt auch nichts. Keine Ahnung. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Einmal eine Seife. Dann, das war jetzt die 12, oder? Nein, die 11. Bin schon immer weiter hier. Die 12. Ja, das ist die 12. Jetzt bin ich aber gespannt, was hier drin ist. Es ist auf jeden Fall leicht. Es ist nicht schwer. Deswegen geht hier leider schon auf, aber das kann man kleben. Sehr stark eingepackt auf jeden Fall. Auf mich ist jetzt was runtergebröselt, aber ich glaube, das war Pappe. Och, die sieht ja schön aus. Ja, für den Christbaum ist jetzt wahrscheinlich nichts, weil ein so eine Kugel auf den Christbaum ist natürlich ein bisschen blöd. Aber irgendwo als Deko hinhängen, finde ich jetzt nicht schlecht. Gefällt mir. Seth and Belle wieder. Da hatten wir, glaube ich, schon was, oder? Von was war das? War das die Tasche? Merry Christmas. Ich finde die schön. Die sieht so ein bisschen Vintage-mäßig aus mit dem hier oben. Schön gestaltet auf jeden Fall. Da werde ich bestimmt einen schönen Platz dafür finden. Muss man halt auch mögen. Und muss man ein bisschen ein Auge haben für Deko. Muss man jetzt auch ehrlich sagen. Ja, ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Deko-Mensch, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber ich werde einen Platz dafür finden. Die erste Deko war das auch, glaube ich, oder? Nein, diesen Anhänger hatten wir zum selber basteln. Das ist ja auch Deko. Und dann haben wir die 13. Die ist hier. Etwas Flüssiges auf jeden Fall, das höre ich schon. Und zwar, von Mercy Handy war es. Und die sind auf jeden Fall auch nicht belegt. Und zwar Mercy Handy Cleansing Spray. Spray Netoyant. Sage and Tea Tree Purifying. Das kenne ich tatsächlich auch noch nicht, das hatten wir noch nicht. Riecht auch ein bisschen raus. Riecht irgendwie ein bisschen nach Zahnpasta. Tatsächlich. Also das, was ich hier rieche, riecht nach Zahnpasta. Interessant. Okay, aber mega cool. Ich meine, ist auf jeden Fall was, was man brauchen kann. Und jetzt habe ich es runtergeworfen. Ich hoffe, dass es nicht kaputt gegangen ist. Und dann haben wir die 14. Oh, jetzt habe ich es an der Nase. Schmuck. Es klimpert. Klimpert würde man zu Schmuck sagen, oder? Es klimpert. Nein, wir haben einen Anhänger. Okay, das ist jetzt tatsächlich... Ja. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Sieht sehr billig aus. One day at a time. Das ist das Erste, was ich sage. Nö, muss jetzt wirklich nicht sein. Schlüsselanhänger sind immer ganz schwierig. Ganz schwierig, muss ich euch sagen. Ja, das ist das Erste, wo ich jetzt wirklich sage. Nö. Aber sonst bisher war alles gut. Dann hatten wir die 15. Oh, wieder sehr leicht. Und zwar haben wir ein kleines Steinchen. Red Agate, Passion and Self-Love. How to use your crystal. Keep your crystal inside your purse or pocket. When at work, put it on your desk or place it under your pillow at night. Oh, was kann der dann? Keep that fire burning, ensuring that dark energy doesn't dim your shine or stop you from living your purpose. Vielleicht so ein bisschen gegen Albträume auch. Also ich finde es an sich schön, aber da muss man halt auch der Typ dafür sein, finde ich. Ich habe früher mal Kristalle gesammelt und Edelsteine und die habe ich auch noch, aber jetzt nicht, weil ich mit denen irgendwas machen wollte, sondern weil ich sie einfach schön fand. Es ist schön, aber der Stein hätte auch größer sein können. Aber er ist halt dazu da, dass man ihn in die Tasche tut und dann ist kleiner natürlich besser. Und dann haben wir die 16. Die ist hier. Wieder was Schwereres auf jeden Fall. Vielleicht eine Maske. Aber hatten wir ja jetzt eigentlich schon. Aber so eine Haarmaske, so eine kleine. Und zwar... Nö. Nö. Also ich mag Diamanten, aber so groß. Also wenn er jetzt kleiner gewesen wäre, hätte ich ihn tatsächlich schön gefunden. Aber so riesig. Nö. Hier sieht er auch wunderschön aus, der Stift. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Gefällt mir sehr gut. Aber der Stein oben, der hätte kleiner gehört. Das sieht einfach nur komisch aus. Oh Gott. Nein, wirklich nicht. Auch wenn ich Steine mag. Nö, wirklich nicht. Aber Stift auf jeden Fall praktisch. Kann man brauchen, würde ich sagen. Aber nö. Wirklich einfach nein. Gefällt nicht mal mir, obwohl ich Steine mag. Dann haben wir die... War das die 16? 17, glaube ich. Ja, die 17 dürfte es sein. Was sehr groß ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar das Größte hier drin. Und zwar haben wir hier...
einmal Baked in Sticky Toffee Mark Baking Mix. Happiness is homemade. Also ich glaube, dass da bestimmt Hammer ist, weil so kuchenmäßig ist England einfach Hammer. Wie viele Portionen? 3 Portionen sind hier drin. Ich werde es auf jeden Fall testen. Hört sich mega interessant an. Und Sticky Toffee ist bestimmt gut. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das schlecht ist. Ja, interessant auf jeden Fall. Dann haben wir, ich vergesse immer, welche Nummer ich schon aufgemacht habe. Irgendwie bin ich heute nicht so auf der Höhe. 18 ist auf jeden Fall wieder was Schwereres. Und zwar haben wir hier, ein kleines Döschen. Winter Wishes Soy Candle, Hand Pulled by Timeless Aromas. Winter Wishes, ja. Oh, die riecht gut, die riecht süß und ein bisschen frisch. Oh, voll mein Duft. Die werde ich auf jeden Fall, die wird unten hinkommen und dann auf jeden Fall zu Weihnachten angezündet. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir die 19. Und die 20 liegt dann hier unten. Hier ist die 19, wieder was Kleineres. Weiches auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt. Ein kleines Täschchen. Ach, die sind ja süß. Ach, die finde ich schön. Oh, das ist ja voll meins. Wenn jetzt noch Steinchen drin gewesen wäre, dann wäre es perfekt gewesen. Aber die sind ja mal mega hübsch. So kleine Schneeflockenohrringe. Oh, die gefallen mir. Die gefallen mir tatsächlich. Und dann noch eine schöne Tasche dabei. Die finde ich schön. So was wäre schöner gewesen. Der passende Ring noch dazu wäre schön gewesen, anstatt dieser Anhänger. Genau, das habe ich kurz überlegen müssen, was ich nicht so toll fand. Sehr schön. Der gefällt mir tatsächlich. Ja, ich hoffe bloß, dass kein Nickel drin ist, sonst habe ich ein Problem. So, die 20, die muss ich schnell aufheben. So, hab sie. Ein Tütchen. Was zu essen. Das ist auf jeden Fall was Rumfallendes. Tatsächlich. Und zwar hatten wir hier einmal vom A Popcorn Shed Christmas Pudding. Less than 120 Kalorien. Vegan ist das auf jeden Fall. Ja, hätte auch ein größeres Päckchen rein können. Ich weiß, dass es die auch in größer gibt. So ein kleines Päckchen schon ein bisschen mickrig. Vor allem für das, was der Adventskalender gekostet hat. Also an sich toll, aber wie gesagt, so ein kleines Päckchen, das habe ich auf eine Minute weggegessen. Dann hatten wir die 21. Ist auf jeden Fall wieder was Schwereres. Ich denke mal, das ist eine Tube. Gehe ich mal davon aus, von der Form. Auch interessant. Und zwar von Novelty Mulled Wine Handcreme. Also beziehungsweise von Bubble Tea ist das wieder. Oh, also da ist ja jetzt eigentlich noch was dazwischen. Aber man riecht tatsächlich ein bisschen hier raus und es riecht einfach nur noch Glühwein. Alter, wie toll ist denn das? Das finde ich Hammer. Das finde ich tatsächlich Hammer, obwohl ich jetzt nicht so der Handcreme-Typ bin. Aber das finde ich toll. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall wieder was, keine Ahnung, was Festes, aber leicht. Was mir gerade auffällt, haben die nicht auch am 25.? Die haben doch den 25. eigentlich, oder? An Weihnachten, egal. Voll haben wir hier drin. Smug The Original Contour 3D Blackout Sleep Mask. Eyelash Friendly. Good things come to those sleep. Die sieht ja mal interessant aus. Die ist so ein bisschen dick. Interessant auf jeden Fall. Muss ich tatsächlich mich informieren, wie viel das sowas kostet. Mal gucken, ob die besser ist als normale Masken. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall schön zu Weihnachten, wenn man sehr viel Stress hat. Dass man wenigstens einen schönen Schlaf hat, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und dann die 23. Wir kommen dem Ende nahe. Ist auf jeden Fall wieder was Schwereres. Oh, das könnte irgendeine... Vielleicht hier Schokolade? Schokolade hatten wir irgendwie noch gar nicht drin hier. Ja, also dieses für die Tasse. Das war ja... Aber das war eher Toffee als Schokolade. Ja, hier haben wir Plätzchen. The most wonderful time of the year. Einmal so Treatbox. Garden Cookies. Shortbread Cookies. Oh, ihr wisst, ich liebe Shortbread. Och, mega. Essen vor dem 31.12.23. Wow. Recht viel Zeit haben wir ja nicht, die zu essen. Aber die werde ich dann auf jeden Fall am 23. verspeisen. Aber die sehen echt schön aus. Ich werde auch so schöne Cookies machen können. Aber da bin ich nicht so kreativ dafür. Sagen wir es mal so. Vielleicht probiere ich es dieses Jahr mal. Gefällt mir für die 23 auf jeden Fall schön. Und dann kommen wir zur 24. Und da bin ich jetzt gespannt drauf. Hoffentlich was Tolles. Finde ich jetzt für die 24 ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Popping Snowman Hot Chocolate Bomb, 50 Gramm. Also an sich finde ich es toll. Jetzt auch jetzt in der 23 voll toll gefunden. Aber in der 24 gehört ja eigentlich was richtig Tolles rein. Und da finde ich ist das nicht so. Mal gucken. Eat, Drink, Love. Cocoa Chocolate. Ist toll. An sich ist es toll, aber wie gesagt, nicht für die 24. So, jetzt habe ich leider zu lange geredet. Musste ich die Kamera neu starten, weil ich über 30 Minuten geredet habe. Dann schaltet die Kamera automatisch ab. Ja, ich war gerade beim Fazit. Was sage ich zum Adventskalender? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Sachen kosten. Das muss ich jetzt erst ausrechnen. Auf jeden Fall, ich gucke, dass ich für alles irgendwie so ein bisschen Preis finde. Aber ehrlich gesagt, für den Preis, nö, würde ich nicht mehr kaufen. Würde ich ehrlich nicht mehr kaufen. Ich bin so ein bisschen enttäuscht tatsächlich, weil wenn ich mir jetzt die Treatboxen ankaufe, die man sonst immer bekommt, das sind Tassen drin und keine Ahnung, also richtig schöne Tassen und alles. Und
auch viele Cookies und so weiter. Da hat mich der jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und auch viele Socken. Es waren zwar jetzt Socken hier drin, aber es war halt auch so viel drin. Also der Anhänger zum Beispiel, also der hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Was war noch drin, was mir nicht gefallen hat? Also der Stift, der ist ja auch... Es hat so gut angefangen und dann so stark nachgelassen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Der Preis wäre es mir definitiv nicht wert, vor allem dann mit dem Zoll mit dazu, kann ich ihn euch leider nicht empfehlen. Er ist super schön gestaltet, ich lasse ihn mir eingehen, für so 50 Euro würde ich den kaufen. Tatsächlich, für 50 Euro würde ich den kaufen, aber nicht mehr. Nicht mehr, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was die Produkte kosten, aber ich glaube nicht, dass die so viel wert sind, dass sie tatsächlich, dass man so einen wahnsinnigen Wertgewinn hat. Ja, ich werde es euch auf jeden Fall ausrechnen, aber mein erster Eindruck ist eher, ist ein schöner Adventskalender, kann man sich mal holen, wenn man in England ist. Nicht für den Preis, wirklich nicht für den Preis. Schade, ich habe mich so auf den Adventskalender gefreut. Aber wenigstens habe ich ihn jetzt geöffnet, dann bin ich dann noch nicht so enttäuscht. Ja. Weiß nicht, was ich noch sagen soll. Schade. Echt schade. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wäre es euch der Preis wert, beziehungsweise wie viel würdet ihr für den Adventskalender zahlen, würde mich mega interessieren. Natürlich könnt ihr mich ja kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Einfach mal draufdrücken. Da verpasst ihr kein Adventskalender-Unboxing mehr. Es kommen jetzt noch ein paar. Also der Lutschesbox-Adventskalender kommt auf jeden Fall noch. Zwei Brand News-Adventskalender kommen auf jeden Fall noch. Der Live Fresh-Adventskalender und der Trend Raider-Adventskalender. Der braucht ganz schön lang. Ja, nö. Und dann kommt noch einer, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es geht auf jeden Fall langsam dem Ende zu, leider. Aber ich habe ja jetzt genug. Deswegen schaut da auf jeden Fall dann bei den Weihnachtsvlogs vorbei, weil ich mache es so wie jedes Jahr. Alles, was ich aus den Adventskalendern nicht brauche, schon habe, etc., wird in eine Verlosung wandern. Und da es dieses Jahr so viele sind, denke ich, werde ich nicht alles am 24. verlosen, sondern immer zu jedem Advent. Ich glaube, dass das besser ist, weil das ist schon echt viel dieses Jahr. Nein, ist echt viel. Mal gucken, wie viel ich zusammenbekomme. Das sehen wir dann. Ja, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.